Nichts gefunden. Es war aus dem Finale gegen Onni Fengs, also der absolute Topspieler. Und ja, Malte Peters kennt ja nur eine Strategie, Rushen. Mal gucken, ob er die hier durchsetzt. Eigentlich müsste es auch jeder Gegner wissen. Also jeder, der den ein paar Mal gesehen hat, weiß, dass der eigentlich nur den Rush durchführt im Moment. Also schon seit Wochen oder Monaten, könnte man fast schon sagen. Mal sehen, ob sich was geändert hat. Aber vielleicht ist auch immer die Angst dann, dass der das dann eben nicht macht und überrascht wird. Pass hier. Cost Control. Und da ist der Rush. Wie gesagt, nicht schwer zu erraten bei ihm. Erste Runde quasi gesichert mit ihm hier, mit dem Phönix. Auf Kosten eben von der zusätzlichen Einheit. Also wenn er den einen Phönix hochlevelt, kann das schon sehr ungemütlich werden, zumal er auch teleportieren kann. Ne? Also vielleicht will er den ja wirklich. Er hat jetzt keine Elite da drin, aber vielleicht will er den einen so haben, dass er alles dicke kaputt macht. Vielleicht denkt er jetzt schon an den Skorpion oder irgend so eine Geschichte, ne? Wenn er die Panzer da ausbilden möchte. Ist auf jeden Fall eine Menge Erfahrung hier bekommt. Und natürlich dann der Panzer auch, ne, länger überlebt und mehr abbekommt. Beides für den Phönix. Nur verschiedenen Seiten. Ja, soweit noch ein bisschen ruhig. Fahrt hier natürlich gleich gut gegen den Phönix. Ja, um der Panzer vor Satelliten zu beschützen und so die Geschichten, ne? Den Druck noch mal ein bisschen zu erhöhen hier. Hier auch aufzumachen, ein Stückchen weit. Flanke sehr früh, er hat eine Zeit lang bei Runde 5 die Flanke als standardisiert. Flanke bei Runde 2 ist für ihn relativ neu. Klappt das jetzt? War der Crawler an der falschen Ecke für ihn? Ja, sein Schaffkontroll ist noch relativ gering mit dem Panzer, ne? Also man sieht, dass er Phönix die ganze Zeit auf den Crawler schießt dort aus Headquarter. Aber was erreicht er am Schluss trotzdem? Spätestens nächste Runde braucht er wahrscheinlich Schaff-Clear. Weil sonst die ne, Marksmen einfach von Ruhe die Phoenix abknallen, wenn die mit Schaft beschäftigt sind. Genau, also er ist auf jeden Fall der Rush-Weltmeister, könnte man glaube ich sagen, ja. Und man merkt es auch sehr deutlich, ne? Schon 2 von 2 Runden gewonnen und Rush läuft hervorragend. Stang und Typhoon. Und noch ein Phönix. Er hat ihn jetzt verkauft, den einen Phönix. Er ist ja schon 2 Einheiten weniger als sein Gegner, könnte man sagen. Alles konzentriert auf die rechte Seite. Und da steht ein Farseer vielleicht nicht so gut deshalb. Ne? Da steht eigentlich relativ viel nicht so gut. Warum steht da ein Mustang? Also der Farseer hätte das sogar ein Mustang. Also, hä? Warum steht da jetzt ein Mustang und ein Farseer? Das ist wirklich eine Menge Geld, also einfach 500 Punkte, wo auch 200 wahrscheinlich gereicht hätten. Ne? Also eins von beiden holte wegen dem Phönix, verstehe ich ja, aber beides war auf jeden Fall zu viel. Und entsprechend wenig ist halt dann auf der anderen Seite, ne? Die jetzt in Unterzahl kämpfen. Die werden natürlich mit Schilden nachher ausgestattet. Oder vielleicht ein Rage, wenn zu viel Schaft da rumläuft. Genau, tot.
Im Prinzip seine Einheiten sind in um Kreis hier gelaufen, aber hat ja funktioniert. Hier standen die gut beieinander. Ja, Alte Petersen möchte jetzt hier vorne mit einem Helden arbeiten. Das ist eine dieser Einheiten hier, vielleicht sogar den. Komplett hochbringen jede Runde. Also alle 2 Runden Level. Vielleicht sogar jede Runde, je nachdem, wie er kämpft. Damit kann er die Typhoons tanken, abknallen und die Phönix wegholen. Allerdings wurde schon wieder ein Phönix verkauft. Okay, er hat wieder ein Phönix verkauft, er hat wieder einen neu hingestellt. Also die Einheitenmenge wird nicht so viel größer bei ihm. Und es ist halt die Frage, wie lange das mit den Phönix funktioniert. Der kann ja nächste Runde, wenn er denkt, es sind genug Phönix, damit sich das lohnt, die Raketen ausgeben hier. Also ein Ornifeng ist sicher ein sehr guter Move, den Dings zu holen. Hat er den gerade verkauft, den Dings da oben? Oder ist er sehr früh gestorben? Ja, also ne, Fortress war ein sehr starker Move gewesen. Regeneration ist natürlich auch nice, gar keine Frage. Headquarter hat halt ein bisschen gestört. Das hat, genau, ne, das hat dafür gesorgt, dass sie halt den Schaden machen, den sie brauchen. Nichtsdestotrotz hat das sehr gut geklappt erstmal. Nächste Runde sehen wir wahrscheinlich dann das erste Upgrade, ne? Auf irgendeine Einheit. Beide Seiten haben ja, ne, bei Runde 4 noch nichts ausgegeben, was ja auch normal ist. Und das kommt jetzt sicher gleich. Genau, ich sage ja, der geht da Level, 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 Level. Und wenn er dann zum Beispiel Schild geht, ne, ist das halt super tanky. Hier, Fortress. Mit Items beide. Man muss ein bisschen aufpassen. Also eigentlich klar, Overlord macht schon eine Menge Schaden. Aber seit es die Adri-Kanone nicht mehr gibt, kann es durchaus tricky werden. Fortress mit Regeneration und Items und Level vor allem dann später auch, ne? Zu töten, aber mit zwei nebeneinander sollte es eigentlich gehen, zumal er auch den Feuersupport hat. Er hat, glaube ich, den Vogel wieder verkauft, ne? Gefühl kauft jeder Runde einen Phönix und verkauft ihn wieder. Ja, Overlord wird derzeit als sehr stark wieder angesehen, glaube ich. Also er spielt ja jetzt hier und letztens habe ich noch, wie hieß er nochmal? Prinz Boyjar oder so? Also irgendein Top-10-Spieler. Gehört, wie er gesagt hat, der extra die Herausforderung gab, dass er keine Overlord spielt. Und dann gesagt, Overlord ist eigentlich gut gegen alles. Also stark und so hat er es gesagt. Ich habe aber manchmal den Eindruck, dass die Top-Spieler dann sehr häufig auch gegen Kleinvieh spielen und er da nicht so gut abschneidet. Genau, Tankiness, ne? Aber der immer noch nicht aufgelevelt. Also das ist für ihn ein kleines Problem. Rush hat jetzt auch aufgehört, könnte man sagen. Ne, da kommt er nicht mehr erfolgreich reingerusht. Und vielleicht auch ein bisschen wenig Substanz jetzt bei Maître Peters. Also er hat 5 Crawler. Nee, gar nicht wahr. 7 Crawler. Das geht eigentlich. Besuch. Ich denke halt, der Vorteil von diesen Typhoons in diesem Szenario könnte sein, dass sie so ein bisschen als Schaff-Kontrolle, nicht Kontrolle, Schutz dienen. Ne? Also die ermöglichen halt, die sind da selber Schaff, das ist Schaff und die machen den ganzen Schaden hinterher. Ne? Das ist so ein bisschen die Combo vielleicht. Jetzt hat er sich für Reichweite entschieden, das ist ein interessanter Call. Also ich hätte halt Luftabwehr tatsächlich noch verstanden, ne? Weil ja doch Overlords da sind, die auch ein bisschen Schaden von der Rakete. Die tanken relativ lange. Also das Ziel ist offensichtlich, dass er die Typhoon schneller abknallt. Aber das könnte ein bisschen länger dauern mit den Jungs, ne? Bam. Das waren die Luftschiffe. Oh, die Magde machen ihren Job. Kann gleich noch Luftabwehr vergeben und dann braucht er vielleicht wirklich nicht die Raketen. Ja, Fassier-Einheit, super beliebt. Direkt alle verkauft. Super, super beliebt anscheinend. Also Cost Control, Overlord sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ihr könnt einfach mehr holen und der Overkill-Schaden, ne, der fällt dann quasi mehr weg. So, nichtsdestotrotz, ne, Mustang Level 5 mit Item und Range. Also Doppelrange sozusagen. Er ist Level 6. Da kommt schon so einiges bei rund bei dem Ding.
um die Overlords mal besser wegzuholen. Bin ich mal gespannt, wie Maitre Peters das machen möchte. Ah, okay, Klassiker. Mehr Schaden aus den Overlords rausholen. Ablenkungen. Null Schaden hat er gemacht mit seinen Salben, okay. Ja, aber Overlords, ne, mit Reichweite, doppelter Feuerrate, das ist auf jeden Fall ein netter Knubbel. Und die muss ihn nur einmal treffen hier vorne, dann geht alles zu Bruch. Allerdings hat er jetzt erstmal sein Headquarter verloren, vielleicht sogar sein zweites noch. Hier vorne nur angeschlagen. Und die ganze Armee ist wieder weg, ne? Also die schießen das da in Stücke jedes Mal. Sieht ganz so aus, ob Herr Maitre Peters hier eine auf den Deckel kriegt. Ja, der Fortschritt ist bei auf jeden Fall ein sehr starker. Gerade auch mit den Items, ne? Ohne jede Frage. Atombombe auf der ganzen Armee. Ja. Unangenehm. In der Finisher-Runde auf jeden Fall unangenehm. Aber wir haben einen Javelin diese Runde. Kann natürlich keinen Fortress töten. Könnt ihr vielleicht hier eine Lücke schlagen und das Headquarter holen? Dann brechen die auch zusammen. Würde ich fast vermuten, dass er da drauf geht. Genau, er rettet die aus der Atombombe, war nicht schwer zu raten. Ich frage mich nur, ob er hier nicht ein bisschen zu nah ranfliegt an die Atombombe. Er hätte ja auch ganz raus und so schräg fliegen können und dann mit dem Javelin hier arbeiten. Aber klar, vielleicht hofft er, dass er so zu snipen ist, immer noch ein Javelin und dann sind die schon mal vor Ort und können die dann töten mit Debuff. Ja, aber wenn die Außenradios fliegen, dann sind die vielleicht wirklich safe. Es wirkt trotzdem sehr knapp, ne? An der Stelle. Aber ich denke mal, der hat das genau ausgemessen. Aber den er neu gekauft hat, fährt er nicht auch direkt in die Atombombe? Ich meine, gut, der weiß es halt nicht, dass die genau so steht, ne? Man kann halt aber damit rechnen, dass dieser Area sein wird. Also ich glaube fast, er wird alle drei verlieren. Ne? Wobei der eine ist auf jeden Fall sicher. Jetzt knallt sie im Moment, er wird safe, Vorsicht. Ja, zwei verloren. Das war zu greedy. Er hätte einfach weiter außen fliegen müssen. Dass sie daher kommt, wie gesagt, hat er ja mit Sicherheit gewusst. Und hätte den Beacon ja nicht gesetzt. Nichtsdestotrotz, guck mal, der Schaden, der hier raufkommt. Also da kommt unendlich viel Schaden von allen Seiten rein. Interessant ist, dass er sich für Mothership entschieden hatte. Und haben sich einfach da durchgeballert. Die Frage ist halt vielleicht, ob jetzt vielleicht ein bisschen viel Investment in Fortress war, wenn man bedenkt, dass die hauptsächlich gegen die Typhoons eingesetzt werden können, aber eigentlich die Overlords, ne, ein größeres Problem dargestellt haben. Und die Atombombe hat ihn natürlich ein ganzes Stück zurückgesetzt. Armeemäßig. Ein Problem ist auf jeden Fall, dass sein Schaff hier in Sekunden ausgeschaltet wird. So, als ob der gar nicht existieren würde. Ne? Die sind ja super Killer für sowas. Das zack durch. Und dann müssen die halt tanken. Und Lebenspunkte tanken funktioniert im Spiel nicht. Das könnt ihr fast immer vergessen. Da gibt es nur wenige Ausnahmen zu der Regel. Also er hat einfach, ne, nichts, was ordentlich die ganze Gruppe da ablenkt, lang genug, damit die da hinten Schaden machen können an den Overlords. Und jetzt wird das Problem nur noch schlimmer, weil es ja so viele sind. Hat sie Raketen ausgegeben? Naja. Aber die brauchen halt nur mit dem Schuss, nur mit den Raketen, die brauchen die sehr lange, um das und das wegzuräumen. Und dieses lange hat er halt nicht, glaube ich. Ne? Also der Overlord ist halt einfach einer, der Burst-Schaden macht. Und das da ist etwas, was alles Zeit braucht. Und es gibt keine Chaff, die das, glaube ich, genug beschützt. Lang genug beschützt. Was sind das hier?
Also vielleicht den verkaufen und dann nochmal schnell auf ein Schild setzen oder sowas. Also. Ja, den Verkaufsknopf jetzt für irgendwas genutzt, ich habe es leider nicht gesehen. Aber ich meine, das ist ja mit 700 Punkten eine der teuersten Einheiten. Also den hätte man, glaube ich, sofort verkaufen dürfen, auch wenn es da oben länger dauert. Ja gut, der mochte die Ablenkung jetzt nicht. Aber wir sprechen hier von 700 Punkten, die in irgendein Upgrade fließen können, ne? Zum Beispiel sowas hier. Ja, noch nicht mal Schilder auf den Dingern drauf, okay. Also wir sehen tatsächlich Overlord-Spam gegen Fortress-Spam. Das kann nur in eine Richtung enden. Das muss man leider so sagen, aus der Metaperspektive. Farseer-Spam hätte, glaube ich, gut geklappt. Der hätte ja, ne, potenziell kaufen können, drei Stück. Vielleicht wäre es in Summe was wenig gewesen, aber das hätte, glaube ich, klappen können. Naja, nichtsdestotrotz, die kommen da durch. Die kriegen ja irgendein Headquarter, dann spawnen unendlich viele Wespen, dann gehen die Raketen ins Nichts. Also, die Overlords gewinnen so ein Duell auf jeden Fall, ohne die Frage. Und der one-shottet nebenbei die ganzen Fortress. Und plopp, tot. Genau. Also, wie gesagt, das war eigentlich ein sehr guter Call gewesen. Also, war ein sehr guter Call gewesen, als er die ersten beiden geholt hat. Und dann hat er davon irgendwie sechs, sieben Stück geholt, obwohl der Gegner halt nur Luftwaffe geholt hat. Jede Runde mehr und jede Runde geupgradet. Und er hat ja nicht mal die Mühe gemacht, solche seine Mustangs mehr Upgrades zu geben. Das ist ja ein OP-Mustang. Der hätte ja schon also Level 7, 8 hätte der wahrscheinlich schon haben können. Ne? Also gerade Mustang, ja, die alle Level verteilen, hätte er Level 3 haben können. Dann hätte man die alle Wespen runtergeholt, wenn die Dinger, hätte alles abknallt. Also ich glaube, dass das Investment in die Fortress, in dieser großen Masse, das für kaum eine Rechtfertigung gab. Also er hat die so aufgerüstet, zum Großteil, als ob der Gegner der Typhoon gewesen wäre. Der Typhoon hat seine Nützlichkeit zu 99% verloren, als die Dinger in den ersten Sekunden gestorben sind. Aber er hat die ja nach den ersten Sekunden getötet, ne? Und von daher gab es da ein völliges Misalignment von die Einheiten, die gegeneinander angetreten sind, meiner Meinung nach. Ja, trotzdem, schöne Runde. Vor allem hat er wieder gerusht. Diesmal ein bisschen anders gerusht. Und ja, U-Boot, Overlord, Boat nennt man die im Englischen, OP, Fragezeichen. In jedem Fall hat es gut funktioniert. In dem Sinne, ciao, ciao.